Ja, auch von meiner Seite natürlich ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass es ein hohes Interesse gibt für den heutigen Abend und ich freue mich natürlich ganz besonders, dass ich heute auch einen Vortrag halten darf. Ganz kurz, bevor ich starte mit meinem Thema, möchte ich ein bisschen auf meine Motivation eingehen. Ich persönlich habe immer das Gefühl, wir nehmen den Wald eher als passiv wahr. Das heißt, ebenso Begriffe wie Trockenstress, Sturmschäden und Schneebruch, die zeichnen ein bisschen das Bild von einem Wald, der alles über sich ergehen lässt, aber keine richtige Außenwirkung hat. Dass dem nicht so ist, dafür möchte ich heute ein paar Beispiele bringen und ich habe meinen ganzen Vortrag eigentlich gestrickt um das Thema Kohlenstoffspeicherung, weil das meiner Meinung nach zumindest medial das präsenteste Thema ist, wie der Wald auf seine Umgebung wirkt. Ich beginne da mit einer ganz banalen Frage und zwar, wie bindet der Wald überhaupt den Kohlenstoff? Und die Gleichung, die man dazu eigentlich immer anschreibt, ist die Photosynthese-Gleichung, die man da oben sieht. Das heißt, Energie führt dazu, dass Wasser und CO2 reagieren zu C6H12O6, also Zucker und Sauerstoff. Wenn wir also mal auf die linke Seite von der Gleichung schauen, dann sehen wir, okay, neben dem CO2 wirkt der Wald also mindestens noch auf zwei andere meteorologisch und klimatisch sehr wichtige Größen, nämlich Energie in Form von Strahlung und eben Wasser. Was ich also für heute vorbereitet habe, sind drei kleine Grafiken. In Blau hinterlegt sieht man da jetzt immer das System Baum oder System Wald. Und wir haben eine Größe, die kommt von außen in das System rein und der Wald macht was damit. Ich habe da jetzt im Bund verschiedene Flüsse eingezeichnet, die kommen zum Teil im Freiland auch vor, werden aber durch den Wald sehr stark modifiziert oder moduliert. Und dann kommen teilweise auch Flüsse vor, die sind wirklich charakteristisch für den Wald. Ich würde heute natürlich am liebsten auf jeden einzelnen dieser Pfeile eingehen und lang darüber referieren, aber das lässt die Zeit nicht zu. Darum habe ich mir drei meiner Meinung nach gute Beispiele dafür herausgesucht, wie der Wald auf die Umgebung wirkt, bei dem einzelnen Parameter und wie wir uns das auch zunutze machen können. Ich beginne sehr provokant mit dem Wort Klimaanlage, also der Wald als Klimaanlage. Das kann aber, glaube ich, jeder nachvollziehen, der schon mal im Sommer an einem heißen Tag einen Waldspaziergang gemacht hat. Also das tägliche Temperaturmaximum im Bestand ist viel geringer als im Freiland. Und um das auch ein bisschen zu quantifizieren, wir haben dazu eine Untersuchung gemacht in Klausen-Leopoldsdorf. Und da hat sich eben gezeigt, dass diese Differenz im Durchschnitt bei 15% liegt. 15%, das hört sich jetzt auch, wenn man es zum ersten Mal hört, auch nicht viel an. Man muss sich aber da auch ein bisschen vor Augen führen, wir haben derzeit tendenziell immer mehr Hitzetage und auch Temperaturen um die 40 Grad können nicht mehr wirklich zu so einer Besonderheit. Das heißt, diese 50 Grad, wenn wir in 15%, wenn wir jetzt in Klausen-Leopoldsdorf theoretisch 40 Grad messen im Freiland, dann hätte es im Wald nur 34 Grad. Das heißt, diese Schere ist enorm groß. Der zweite Nutzen, den ich hier angeschrieben habe, ist der Wald als Luftbefeuchter. Und da möchte ich vielleicht auch ein bisschen auf die Grafik eingehen. Also was passiert mit dem Niederschlag im Freiland? Der kommt zu Boden und ein kleiner Teil davon verdunstet natürlich. Ein großer Teil, je nachdem wie die Untergrundbeschaffenheit ist und natürlich auch wie die Niederschlagsintensität ist, fließt aber oberirdisch ab bzw. versickert im Boden. Im Wald ist das Ganze ein bisschen anders, da wird es dem Niederschlag sozusagen erschwert zu versickern. Einerseits, wenn wir beim Laubwald bleiben, sammelt sich das Niederschlagswasser an den Blättern und verdunstet von dort. Das bezeichnet man als Interzeptionsverdunstung. Andererseits, sogar der Niederschlag, der den Boden erreicht, hat einen sehr beschwerlichen Weg. Der muss entweder mal von den Blättern abfließen oder auch vom Stamm abfließen und erreicht dann erst den Boden. Sogar wenn der Niederschlag dann im Boden ist und versickern will, kommt aber dann noch zu tragen, dass auch Bäume schwitzen. Also die Transpiration sorgt dafür, dass über die Wurzeln vom Baum Wasser wieder verdunstet wird. Warum ist das wichtig oder warum ist das überhaupt interessant? Natürlich in Küstenregionen, da gibt es ein sehr großes Wasserreservoir, das Meer, da kommt immer sehr viel Wasser wieder in die Luft. Aber gerade im kontinentalen Bereich ist das nicht der Fall. Und darum ist der Wald sehr wichtig, damit ausgefallenes Niederschlagswasser auch wieder in den Umlauf kommt. Der dritte Punkt, den ich hier angeschrieben habe, ist der Wald als Luftreiniger. Und das kennen, glaube ich, viele noch aus dem Biologieunterricht. Also es ist ja ganz praktisch, wir atmen Sauerstoff ein und CO2 aus. Und bei den Pflanzen ist es für gewöhnlich umgekehrt. Was eher seltener erwähnt wird, ist,
dass auch Pflanzen eine Atmung haben. Das heißt, nicht der ganze Zucker, der hier jetzt rechts entsteht durch die Photosynthese, wird wirklich in Form von Holz in die Pflanzenstruktur eingebaut. Ein Teil davon wird einfach benötigt, um auch den Baum sozusagen am Leben zu erhalten. Da ist es ganz interessant, wenn man sich regionale Unterschiede anschaut. Das heißt, ich nehme da immer gerne den Regenwald her. Ein Regenwald veratmet ungefähr 75% von dem Zucker, der da rechts rauskommt, während ein mitteleuropäischer Buchenwald nur die 43% veratmet. Wenn man jetzt also die Absolutwerte beiseite lässt und sich wirklich nur die Prozentzahlen anschaut, dann ist ein mitteleuropäischer Buchwald effizienter als ein Regenwald. Aber natürlich muss man da dazu sagen, ein immergrüner Regenwald macht keine Winterpause, ein immergrüner Regenwald hat generell größere Blätter, breitere Stämme und ist größer, also hat höhere Bäume und daher kommen eben diese größeren Atmungsverluste. Wenn wir jetzt auch schon beim Thema Kohlenstoffspeicherung sind, möchte ich auch die restliche Vortragszeit ein bisschen nutzen, den Wald im globalen Kohlenstoffkreislauf ein bisschen einzuordnen, weil mir das immer wieder begegnet und da gibt es ein paar problematische Terminologien. Ich mache das immer gern so, dass ich den Kohlenstoffkreislauf einteile in Reservoire und Flüsse. Wer das Konzept vielleicht nicht kennt, man kann sich das sehr leicht mit Geld vorstellen. Unsere Reservoire sind sozusagen Sparkonten, auf denen der Kohlenstoff gespeichert ist. Und wenn wir uns die Flüsse anschauen, dann nehmen wir uns eines dieser Sparkonten her, machen einen Kontoauszug, schauen uns an, was kommt da rein, was kommt da raus und wie ist am Schluss der Saldo. Beginnen wir mit den Reservoiren. Wir haben da ein paar sehr große auf der Erde. Das sind einmal die fossilen Brennstoffe, der Boden, der Permafrost und der Ozean. Und dann zwei kleinere, eben die Atmosphäre und die Biomasse, davon eben zu einem großen Teil der Wald. Wenn man jetzt nur die linke Grafik vor Augen hat, dann denkt man sich vielleicht, naja, der Wald scheint ja keine so große Rolle zu spielen, weil dann liegt ja auch nur sehr wenig Kohlenstoff. Was man da aber ein bisschen verinnerlichen muss, ist, wenn wir von Treibhausgasen sprechen und wenn wir von Klimaerwärmung sprechen, dann sprechen wir eigentlich immer davon, was in der Atmosphäre passiert. Wird der Wert im hellblauen Kästchen mehr, kommt es zu einer Erwärmung, wird er geringer, kann es theoretisch auch kälter werden. Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, also bei der ganzen Besprechung konzentriere ich mich jetzt wirklich nur auf den Kohlenstoff. Ich lasse die anderen Treibhausgase und andere Effekte jetzt mal vorweg. In der Theorie ist es also eigentlich egal, wie viel Kohlenstoff wo liegt. Uns interessiert, wird das im blauen Kästchen mehr oder weniger. Und dazu dann eben die rechte Grafik. Ich habe das hier eingeteilt in rote und grüne Pfeile. Die roten Pfeile sind sozusagen die bösen, die führen dazu, dass es wärmer wird und die grünen Pfeile, die kompensieren das so ein bisschen. Beginnen wir vielleicht einmal mit den roten, da kann man mit etwas Positivem enden. Wir haben da einmal den Vulkanismus mit 0,1 Petagramm Kohlenstoff pro Jahr. Vielleicht da als Randnotiz, ich höre das immer wieder, selbst im privaten Umfeld. Es ist ja egal, wie viel ich mit dem Auto fahre, weil dann bricht irgendwann Vulkan aus und dann ist auf einmal 100-mal so viel Kohlenstoff in der Luft. Wenn man sich aber diese langjährigen Mittelwerte anschaut, dann sieht man, so stark fällt es nicht ins Gewicht. Besonders wenn man das dann mit den anthropogenen Teilen, also Anteilen vergleicht. Dann gibt es noch Süßwasserausgasungen mit 1 Petagramm Kohlenstoff pro Jahr. Und dann kommen wir auch schon zu den anthropogenen Flüssen. Das sind einmal die fossilen Brennstoffe und 1,1 Petagramm Kohlenstoff pro Jahr die Landnutzung. Wem das nicht sagt, darunter fällt beispielsweise die Brandrodung vom Regenwald, um da eben Ackerfläche anzubauen, oder ein leider sehr aktuelles Beispiel, die Brände in Australien, wo eben über sehr kurze Zeit sehr viel Kohlenstoff freigesetzt wird, der jetzt auch erstmal in der Atmosphäre ist und so schnell da nicht mehr rauskommt. Glücklicherweise gibt es aber auch noch ein paar grüne Pfeile in der Grafik. Das ist einmal die Lösung im Ozean und die Sedimentation, das heißt das Zu-Boden-Fallen von Kohlenstoff. Und hier jetzt natürlich der große prominente Auftritt vom Wald, 4,3 Petagramm Kohlenstoff pro Jahr, die er eben aufnimmt. Das heißt, anhand dieser Diskussion merkt man hoffentlich schon, warum wir so oft über den Wald sprechen, gerade in Bezug zu Kohlenstoff. Was mir persönliches Anliegen ist ein bisschen, es gibt, ich höre das sowohl im Deutschen als auch im Englischen immer wieder, der Wald ist der größte natürliche Kohlenstoffspeicher. Ich würde das nicht als falsch bezeichnen, aber ich persönlich denke immer an die linke Grafik und habe immer die Befürchtung, jemand, der da
vielleicht über Google auf die Zahlen stößt, verliert dann ein bisschen Vertrauen in die Wissenschaft. Für mich wäre es wichtiger zu sagen, der Wald ist der größte natürliche Kohlenstoffspeicher, ja? Also das aktiv machen. Oder ich glaube, die sauberste Terminologie ist zu sagen, die größte natürliche Kohlenstoffsenke. Das war es aber von meiner Seite. Ich hoffe, es war interessant und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.